Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und einige haben es sich schon gedacht, wir müssen dieses Thema natürlich heute auch noch besprechen, nämlich das Exklusiv-Interview von Yvonne Wölke und RTL. Natürlich hat es Yvonne Wölke sich nicht nehmen lassen, ein Interview zu geben, vermutlich bezahlt über die vermeintliche Affäre mit dem Mann von Iris Klein, Peter Klein. Das ist heute das große Thema. Wir werden uns das Interview hier in einigen Stücken mal anschauen, beziehungsweise uns die Artikel darüber durchlesen, um uns vielleicht ein eigenes Bild zu machen, weil natürlich die große Frage steht ja im Raum, ist das alles die Wahrheit oder ist das alles gelogen? Das sind ja die zwei großen Punkte. Und der dritte Punkt, den es auch noch gibt, ist das alles sogar inszeniert? Es ist natürlich nicht so ganz einfach, hier ein durchzublicken. Deswegen hoffe ich, dass ihr durch meine Videos ein bisschen besser durchblicken könnt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Lust habt, mich als kleinen YouTuber zu unterstützen, meinen Kanal zu abonnieren und vielleicht die Glocke zu aktivieren. Das wäre für mich sehr toll. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und jetzt ist aber Schluss mit Eigenwerbung. Wir reden jetzt mal wirklich direkt über diesen Artikel. Also, was ist passiert? Yvonne Wölke hat exklusiv RTL ein Interview gegeben, wo sie sich über die Anschuldigungen zu dem Verhältnis mit Peter Klein geäußert hat. Ich habe mir das Interview in der gesamten Länge angeguckt und muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Also sie hat natürlich einige Punkte erklärt. Sie hat das Foto erklärt, wo sie vertraut am Flughafen gekuschelt haben. Sie hat sich damit erklärt, dass sie beide Angst hatten, in Deutschland wieder zurück zu sein und nicht wussten, was mit ihren eigenen Ehen passiert. Und Peter Klein wäre ja der Einzige, der sie verstehen würde. Und auch im Fahrstuhl das Video, wo sie sich vermeintlich geküsst haben, begründet sie mit, sie hätte ihn nur in die Augen geschaut, weil er geweint hat. Das ist die Aussage zu den zwei Beweisen, die es gibt. Muss man jetzt erstmal so akzeptieren, was sie gesagt hat. Weiter hat sie auch noch wiederholt, dass während des gesamten Zeit im Hotel Versace natürlich ja auch die Tochter von Jamine Ruwe mit dabei war, der hätte gar nichts passieren können. Also das ist quasi relativ schnell und einfach zusammengefasst. Ich werde jetzt euch aber als erstes einmal zeigen, wo ihr auch das Interview in einem Beitrag von RTL findet. Das ist hier RTL News, Yvonne Wölke im Interview. Das hat sie Iris Klein jetzt zu sagen. Und wir gehen mal direkt in das Interview rein. Zitat, jetzt klärt Yvonne Wölke auf, was wirklich passiert ist. Zurück in Deutschland treffen wir Yvonne zum exklusiven Interview, denn nun ist sie dran, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute, Peter und ich, erklärte uns die 41-Jährige und besteuert, keine Ehebrecherin zu sein. Zitat Yvonne Wölke, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde unschuldig bestraft, warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Und die Gerüchte haben für Yvonne Konsequenzen. In Australien hat keiner mehr mit uns geredet. Wir waren ganz allein, weil uns alle wegen der Sache gemieden haben, erzählt sie und wendet sich plötzlich an Iris. Was sie ihr zu sagen hat, zeigen wir ebenfalls im Video. Und ihr braucht euch das Video aber auch nicht anschauen. Ich kann es euch sagen, was sie Iris zu sagen hat. Sie bittet Iris um eine Aussprache zu dritt, also auch mit Peter Klein, um mit den Affärengerüchten konsequent aufzuräumen. Das ist das, was sie fordert. Jetzt muss ich euch aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch mein Video von heute Morgen angeschaut habt. In meinem Video von heute Morgen habe ich euch verschiedene Instagram-Beiträge gezeigt. Einmal von Iris Klein, wie sie Yvonne Wölke beleidigt hat, und auch von Yvonne Wölke, die Iris Klein Psychodruck vorgeworfen hat. Das sind die Instagram-Beiträge, die zum Teil auch schon wieder gelöscht sind. Ich habe sie für euch aber festgehalten, damit ihr auch das gesamte Drama im Ganzen nachvollziehen könnt. Ja, ansonsten muss man dazu sagen, dass RTL sich hier mit dem Exklusivinterview doch relativ kurz gehalten hat, was mich ein bisschen gewundert hat. Die Ausschnitte aus dem Interview, die könnt ihr euch hier, wie gesagt, anschauen. Yvonne Wölke zeigte sich auf jeden Fall sehr betroffen.
Was sie in diesem Interview immer wieder betont hat, war, dass sie mit der Affäre nicht zu tun hätte und wenn Peter Klein eine Affäre gehabt hätte, denn nicht mit ihr. Damit lässt sie natürlich jetzt wieder Raum für Spekulation offen und dennoch sagt sie ganz klar, sie hat nichts gemacht und wird hier unschuldig im Internet bestraft. Klar, wenn man wirklich damit nichts zu tun hat, dann muss man schon sagen, ist der Shitstorm relativ groß. Yvonne Wölke berichtet weiter, dass sie sogar Morddrohungen im Netz erhält und dass ihre eigene Ehe ebenfalls kurz vor dem Aus ist, beziehungsweise sie diese Ehe jetzt erstmal retten muss, denn diese ganzen vermeintlichen Affäre-Gerüchte sind jetzt auch in ihrem Zuhause angekommen. Wir erinnern uns, der Ehemann von Yvonne Wölke ist im Internet sehr unbekannt. Man weiß weder, wie er aussieht, noch gibt es irgendwelche Direktfotos. Das ist Tatsache ein bisschen geheim. Was man aber weiß, ist, dass die beiden seit 6 Jahren schon verheiratet sind. Eigentlich ein Indiz, sich keine Affäre auszudenken, um die eigene Ehe nicht zu gefährden. So könnte man meinen. Das heißt also, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Berichterstattung, den wir schon einmal im Auge fassen sollen. Sie selbst ist nämlich auch verheiratet. Iris Klein selbst äußerte sich zu dem Interview wie folgt. Sie hat direkt Yvonne Wölke in ihren Stories angegriffen und zusätzlich RTL selbst das Interview verwehrt, denn, so sagt sie, die Zeit ist noch nicht gekommen. Also Iris Klein möchte noch ein bisschen warten, vermutlich vielleicht noch auf das Management, weil die Verhandlungen um eine entsprechende Interviewgage noch nicht so sind, wie sie gerne hätte. Das muss man auch noch dazu sagen. Vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Achtet bitte darauf, wenn ihr euch solche Trash-Sachen anschaut, dass nur die zwei selbst genau wissen, was geschehen ist. Fakt ist aber eins, und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, die Instagram-Abonnenten bei allen Beteiligten schießen in die Höhe. Iris Klein hatte insgesamt 120.000 Abonnenten auf Instagram in den letzten 3 Kalenderwochen gemacht. Das habe ich auch in einem Video hier euch gezeigt. Also hier scheint das Social-Media-Aufgebot für beide gut sein. Einige fragen sich, na und, wie kann man denn damit Geld verdienen? Ganz einfach, Iris Klein ist ja bekannt dafür, viele Kooperationen zu haben, wo sie Affiliate-Links teilt. Was ist Affiliate? Das sind Links, wenn man dort draufklickt und etwas kauft, womit sie denn an einer Umsatzprovision beteiligt ist. Das heißt also, 120.000 neue Zuschauer könnten unter Umständen vielleicht auch 1.000 neue Kunden sein, die für sie bestellen, beziehungsweise mit ihrem Code. Das vielleicht nochmal ganz dazu, ist vielleicht auch ganz interessant. Und natürlich hat Iris Klein auch ein Interesse daran, dieses ganze Medienspektakel möglichst weit fortzuführen, um möglichst mehr Reichweite zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Iris Klein RTL zu sagen hat. Ihr werdet es natürlich auf meinem Kanal es erfahren. Ich werde es euch hier komplett berichten. Deswegen, es lohnt sich, hier dran zu bleiben, mich als kleinen YouTuber zu unterstützen und diesen Kanal zu abonnieren. Freunde, das war es schon heute von mir. Ihr habt heute insgesamt 3 Videos gesehen. Das erste Video war, wie gesagt, die Schlammschlacht auf Instagram. Das zweite Video war die Aussage von Daniela Katzenberger. Und das dritte Video hat sich für euch mit dem Interview von Yvonne Wölke beschäftigt. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch eine hervorragende Restwoche, einen guten Start in den Montag. Bis bald, macht es gut. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.